Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order und heute gehen wir schlafen. wir sind derzeit im Knochenresort unterwegs und werden hier Briefe sammeln, beziehungsweise versuchen wir es erstmal fürs Erste. So, wir versuchen hier gerade alle Digimon einzusammeln und da wir jetzt geschlafen haben, sind die Digimon jetzt quasi alle wieder da, das heißt, scheiße. Das ist scheiße. Aber gut, was soll's. So, ach, da ging's ja auch noch lang, ne? Ach, wie sagt man das immer noch hier? Ich dachte, du bist schon längst in der Stadt. Oh, du hast mit Garurumon gesprochen. Ich frage mich, warum ich nichts von ihm gehört habe. Egal, ich glaube, es wird Zeit, in die gute alte Stadt zurückzukehren. Taurumon ist auch wieder da, oder? Was wohl nützlicher ist? Seine Tau-Kampfkünste oder meine Zauberei? Aber die Entscheidung überlasse ich dir. Was für Kampfkünste? Ich habe noch keine Kampfkünste gesehen. Falls du meinst, dass er wunderbar wie eine Frau sprechen kannst, hast du natürlich recht. So, dann gucken wir nochmal, was hier drin war. Was war denn hier? Wir müssen sie trotzdem töten. Ich weiß nicht, was hier in der Ecke rumliegt. Konnte auf jeden Fall nicht viel sehen. Deswegen machen wir sie halt platt. Und ich glaube, der Kleine ist sauer. Hat sich erstmal einen Speedboost gegeben. Okay, komm. Warte kurz. Rechts, du greifst an dieses schöne Viech. Und jetzt gib ihm. Greifst du immer noch den Kleinen an? Wehe, du greifst den Kleinen an. Ich habe extra gesagt, was du switchen musst. Ah, geht doch. Wie, er ist nicht tot. Das finde ich jetzt ein bisschen dreist von meinem Partner. Greif jetzt bitte nicht die Leiche an, ja? Er hat die Leiche angegriffen. Ich glaub's nicht. Er hat doch gesagt, du sollst es nicht tun. Ich sterbe gerade gegen die Viecher. Ah. Einfach erbärmlich, Freunde. Einfach erbärmlich. Das waren kleine Rookies. Die haben meine Megas fast fertig gemacht. Super. Danke. Geile Nummer. Geile Nummer. Muhaha, verrückte Kunden wie du haben hier nichts zu suchen. Wenn sie hier nichts zu erledigen haben. Ich habe hier was zu erledigen. Eine Einkaufsliste suchen. Wo soll die denn sein, die Einkaufsliste? Die muss eigentlich da auf dem Weg nach oben zum Friedhof sein, ne? Lass mich in Ruhe, Dude. Ich habe gerade schon gekämpft. Und das völlig umsonst. Hier muss die sein, ne? Rosa Steinhaus. Hab sie gefunden. Da hinten ist Piedmon. Oh, Piedmon, hallo. Dann gehen wir doch mal hin. Versuchen es zumindest. Okay, die haben auf jeden Fall schon mal keine Angst vor mir. Aber sie erschrecken sich schon mal am Anfang. Das ist gut. So kommen wir unbehelligt hier durch. Hey, du. Kommst spät, Zero. Ich habe dich beobachtet, seit du im Knochenresort bist. Ich habe dich genau, sehr genau beobachtet, aber das ist dir bestimmt nicht aufgefallen, oder? Tja, kann es auch nicht, solange ich es dir nicht sage. Das ist eine meiner Kräfte. Aber es macht natürlich keinen Spaß, wenn du mich nicht findest. Weder mir noch dir. Und was sollen wir tun? Wie wäre es mit Verstecken? Du musst suchen, Zema. Genau für solche Ablenkungen gibt es das Resort. Die Regeln sind ganz einfach. Finde mich heute dreimal in meinem Verstecken.
Ich werde das Knochenresort nicht verlassen und natürlich bekommst du eine Belohnung, wenn du gewinnst. Und wenn du verlierst, streichelt das mein Ego. Deine Partner-Digimon können allerdings etwas deprimiert sein. Okay, wieso nicht? Ohoho, so gefällt mir das. Nun, lass uns anfangen. Okay. Nur heute wahrscheinlich, ne? Ich muss das innerhalb eines Tages schaffen. Aber gehen wir erstmal hier rein. Ready? Das gefällt mir nicht. Oh, du bist es. Dieser Mensch, der beim Aufbau der Stadt mithilft. Ich heiße Myotosmon. Ich betreibe alle möglichen Geschäfte zur Entwicklung jedes Gebiets, darunter auch das Knochenresort. Ja, alle möglichen. Ich dachte, du und ich könnten ja mal ein Wörtchen miteinander sprechen. Floatien verwandelt sich in einen faszinierenden Ort dank deiner Taten. Ich könnte selbst ein bisschen investieren. Wie auch immer, Geschäft ist Geschäft. Willst du mir als Bedingung für unseren Handel eine Bitte erfüllen? Klar. Richtige Antwort. Also gut, ich komme zum Punkt. Ich möchte nur eine einzige Sache. Und das ist mein geliebter Sonnenschirm. Mein gestohlener Mio-Brella. Bitte bring ihn mir zurück. Er ist mein Lieblingsschirm, weißt du? Ohne ihn kann ich tagsüber nicht nach Lust und Laune nach draußen gehen. Der Dieb, Turiemon, ist beim Logikvulkan. Beeil dich, du musst mir sofort meinen... Ah, da wollte ich sowieso hingehen. Okay. Cool. Okay, ein Versteck von Piedmon kann ich mir schon fast denken. Ich denke mal, er wird in den Gebäuden sein. Es gibt ein paar Gebäude, die recht auffällig sind. Lass mich bitte in Ruhe. Und zwar dieses eine Gebäude, was erstmal komplett leer war. Das ist schon mal sehr interessant. Das wäre Versteck Nummer 1. Wo könnte denn der Rest sein? Erstmal müssen wir diese Theorie prüfen. Erstmal müssen wir herausfinden, ob er da irgendwo steht, ob da irgendwie so einen Anhaltspunkt gibt oder irgendwas. Du spürst, dass Piedmon in der Nähe ist. Ach, der ist hier irgendwo. Schade, ich dachte, es kommt hier ein Ausrufezeichen, das wäre lustig gewesen. Okay, versuchen wir es mal mit dem Gebäude. Nicht wahr, Greymon? Ja, komm, lauf mir wieder hinterher. Hast du Spaß dran, ich weiß. Hier ist er nicht drin, ey. Hätte ich schwören können. Das heißt, er muss draußen sein. Der muss hier irgendwo sein. LOL. Er ist da oben. Die Sackratte ist da oben. Ich fasse es nicht. Da ist er bestimmt nicht. Nein, dann wird er sich im Leben nicht verstecken. Am Arsch. Könnte mir gut vorstellen, dass er wieder hochrennt zu, wie heißt das Viech? Greymon. Das kann ich mir gut vorstellen. Du spürst, dass Piedmon sehr nah ist. Ich kann ihn sehen, ihr Deppen. Ich kann ihn sehen. Lass mich nur kurz zu Piedmon gehen. Hoho, gut gemacht. Aber das war erst der Anfang. Ab jetzt wird es immer schwieriger. Okay, kämpft gegen mich. Das ist nämlich perfekt. Weil dann können wir uns einfach zurück teleportieren. Ne, hier oben ist er nicht. Hätte ich schwören können. Hauptsache, die Argumente unten sind nicht mehr da. Wenn die jetzt wieder da sind wegen dem Teleport, dann würde ich durchdrehen. Es wird immer schwieriger, sagt er. Also einmal ist auf jeden Fall unten. Einmal wird er sich zu 100%ig unten verstecken in der Ecke. Und das haben die Leute nicht bedacht. Ich glaube, das haben die Entwickler nicht bedacht, dass man tatsächlich auf der Karte sieht, wo er sich befindet. Da haben wir die Marie.
Ach so, das ist mein Piedmont. Da haben wir sie mal richtig reingelegt. Ich habe nur auf der Karte gesehen, dass da hinten irgendwas stand. Ich dachte schon, ja, Piedmont. Aber leider nicht. Oh, du hast alles gefunden. Ja, das sind alle drei Seiten. Also, yay. Der Zukaimon hat die Liste zerrissen und auf den Boden geworfen. Das zerrissene Papier wurde wie Konfetti verstreut. Glückwunsch! Hehe, das mit der Liste stimmt überhaupt nicht. Die Suche war für mich so eine Art Spiel. Ich dachte mir, dass du gerne ansehen würdest, was das Knochenresort zu bieten hat. Hier ist ein Andenken für dich. Bis. Danke, dass du in die Stadt gekommen bist. Danke, dass du der Stadt bei ihrem Wachstum hilfst. Danke für nichts, du nettes Wesen. Erstmal schön einmal rumlaufen. Oh ja. Immer auf Nummer sicher gehen. Ich könnte mich dann theoretisch sogar nochmal hochteleportieren, ne? Gar nicht mal so eine schlechte Idee. Hochteleportieren wäre gut. Du spürst, dass Piedmont in der Nähe ist. Ich sehe ihn doch. Da, dieses Schlangenviech. Ausgezeichnet, beeindruckend, dass du mich hier gefunden hast. Aber es gibt noch eine Runde. Du wirst es bereuen, wenn du es jetzt ruhiger angehen lässt. Lauf, Zero. Lauf um dein Scheißleben. Ich will mich noch nicht teleportieren, bitte. Bitte. Noch nicht. Noch nicht. Ja, scheiße, er ist hier nirgends. Er wäre jetzt einfach komplett runtergelaufen, er hat ihn nirgendwo gesehen. Meine Vermutung ist, er ist oben im leeren Haus. Das heißt, lass uns wieder hoch teleportieren. Juhu! Er ist nicht hier in der Nähe. Oh, geiler Pilz. Na, verdammt. Ach, die Digi-Freundschaft senkt sich, wenn wir das machen, okay. Er ist nicht hier in der Nähe. Er wird sich auf dem Friedhof verstecken. Oder hier. Also sie hätten mir auf jeden Fall gesagt, wenn er hier wäre. Gut. Achso, hier ist beim Haus. Er wird unten beim Friedhof sein. Das heißt, ich laufe da jetzt mal hin. Aber erstmal gebe ich euch was zu essen. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr lange Zeit, ihn zu finden. Noch ein paar Stunden. Oh, es wäre grottig, wenn wir ihn jetzt nicht finden. Na gut, lasst mich erstmal runterlaufen. Gott, ich schaff das doch niemals dahin in der Zeit. Ich hoffe, es ist immer an derselben Stelle. Oh, der Tag endet doch gleich. Okay, now. Oh, bitte nicht, ey. Nein! Gott, war das dämlich. Gott, war das dämlich. Wir kommen später wieder. Du bist zurück, Zero. Ich habe gute Neuigkeiten. Wizardmon ist nach Floatien zurückgekehrt. Er meinte, es wolle Magie erforschen und üben. Hoffentlich gerät die Lage im Zentrum nicht außer Kontrolle. Wäre Garurumon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es ist ins Geschäftsviertel gegangen. Es möchte etwas mit Hightech-Items machen. Skygreymon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es ist ins Unterhaltungsviertel gegangen. Es meinte, es möchte mit Kindern arbeiten. Mamimon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es ist ins Casino gegangen, wie immer. Der Wohlstand liegt bei 71. Okay. Okay, gather up. Wieso habe ich einen Autopiloten benutzt? Ich wollte schlafen gehen. Ich bin so ein Vollhorst. Oh.
Okay, now. Ready to eat? It's chow time. Gut, was soll's, jetzt sind wir hier. Oh, ist das bitter. Gut, gehen wir zum Logikvulkan. Ich meine, Piedmont können wir ein anderes Mal auch machen. Jetzt haben wir den ganzen Tag dafür verschwendet. Geil, ey. Wir gucken uns auf jeden Fall gleich mal an, was die anderen machen. So, kann ich etwas Schönes entwickeln lassen? Ich kann die... Oh, die Börse. Ja, bitte. Geil. Einfach geil. Gut, als allererstes gehen wir natürlich zur Börse. Das heißt, wir kriegen gleich mehr Sachen zum Handeln. Ja. Geile Sache. So, wir kaufen. Gut, gut, gut. Kannst du endlich mal rot werden? Der ist jetzt, der ist seit einem Monat, ist er grün. Wir haben 99 davon gekauft. So. Wo findet sich jetzt dieses Verigarumon? Auch hier drin? Nein. Bist du hier in der Ecke? Hä? Hightech-Laden. Okay. Oh, hallo. Ist es nicht toll hier? Die Arbeit im Laden, kaufen, verkaufen, sagt mir echt gut zu. Du solltest zuschlagen. Ich habe schöne Sachen da. Was machst du denn hier? Oh, digitiert sofort zu Eisleomon, Blumeramon, Meteormon, Metallgreymon. 2000 Bit nur? Das ist ja lächerlich. Verigarurumon Schwarz. Mega Kabuterimon. Wargrollmon. Okay. Taomon. Duomon. Varusidramon. Das ist doch ein Witz, ey. Man kann sich hier einfach zu Digimon digitieren lassen. WTF. Wir werden das nie nutzen. So, Unterhaltungsviertel. Da. Zero, das ist phänomenal. Ich will nicht stören, also bin ich draußen umhergezogen. Kinder sind aber weinend vor mir davongerannt. Ich muss ihnen ganz schön Angst eingejagt haben. In der Menschenwelt gibt es wohl so etwas wie Geisterhäuser. Sind die wirklich gruselig? Dort würde ich nie hingehen. Conan kann es gerade nicht ertragen, Skullgreymon anzusehen. Melo kann es gerade nicht ertragen, Skullgreymon anzusehen. Was? Was ist denn? Hä? Wie? Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ah. Okay. So, Wizardmon, bist du im Labor? Oder? Nein, hier ist er nicht. Ist er ein Dojo? Ist er im Trainingsraum? Wo ist das Viech? Das ist das Dojo. Wollte er hier nicht irgendwo sein? Keine Ahnung, wo das Viech da sein soll. Ich weiß es wirklich nicht. Kann man das nicht nochmal gucken irgendwo? Ach, ich kann so Viertel wechseln. Cool. Wollte irgendwas mit Magie machen. Macht man denn was mit Magie?
Also meinte ich laden war auf jeden Fall nicht. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder. Ich gucke mal kurz in die Aufnahme rein, wo er war und ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.